Hallo und willkommen zurück zu Witcher 3 und ich lege gerade hier an der Insel ab mit den Piraten. Ich habe mich erdreistet nochmal zu meditieren und ich hatte vergessen, dass ja da die Piraten respawnen. Wir machen uns vom Acker, ich habe keine Lust nochmal gegen sie zu kämpfen. Und falls mich jemals ein Quest nochmal hierher bringt, werde ich das machen. Und wenn meine Neugier mich hierher bringt, werde ich das aber machen, ohne aufzunehmen. Damit wir unserem eigentlichen Ziel etwas näher kommen. Den zwei Anwärtern des Throns sozusagen zu helfen, der Ceres und dem. Ich kann mir den Namen von dem Typ nicht merken. Von dem Sohn. Das sieht auch ziemlich krass aus da hinten. Ist das ein Gebäude oder ist das ein Felsen? Jetzt direkt links von dem Segel. Da muss ich aber eigentlich nicht hin. Verdammt. Ich lasse mich nicht ablenken. Nein. Überhaupt nicht. Ich muss die Insel da ansteuern. Oh, da vorne ist wieder ein Wal. Jetzt haben wir ihn diesmal zweimal gesehen. Ups, da habe ich ein bisschen zu sehr gedreht. Ich muss gerade mal auf der Karte gucken, was wäre das denn da hinten? Was sehe ich denn da? Das da wahrscheinlich. Keine Ahnung. Gut, aber wir wollen ja danach da oben. Muss ich mich ein bisschen weiter rechts halten, naja. Dass ich da den Hafen erstmal ansteuere. Und dann müssen wir mit dem Uldarik reden. Noch ein bisschen umgucken. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Ich hatte schon befürchtet, dass die Überfahrt ein bisschen lang dauert mit dem Boot. Aber ich glaube, es ist trotzdem eine gute Idee, dass sie es gemacht haben. Zumindest habe ich die Wale gesehen. Und ja, Piraten, ja, die waren so ein bisschen lästig, aber die Ruine sah nett aus. Jetzt sind wir in Speaker Oak. Versteckter Schatz, das ist schön. Oh, krass. Au. Die krallt sich richtig am Boot fest, das ist ja gemein. Und zieht einen wieder unter Wasser. Wo meine Haare irgendwie sehr merkwürdig aussehen. Leicht blutig. Du fieses Etwas. Mit schönem Oberkörper. Also wir hatten diese einen Dinger, die hässlich aussehen, und dann gibt es die, die dann schön aussehen. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Monix. Die da hinten interessieren mich nicht. Sind weit genug weg.
Ein Schädel. Dafür bin ich jetzt hierher gekommen. Und eine Notiz und ein Schlüssel. Und ein Apfel. Nicht nur für Adler. Eine neue Quest. Schlüssel mit Ring. Notiz. Der krumme Mast markiert den Ort. Nicht jeder Tor vermag den Schatz jedoch zu finden. Aha. Der krumme Mast markiert den Ort. Wir haben außerdem einen Schlüssel bekommen. Das Problem ist, hier gibt es unzählige Maste von gekenterten Schiffen. Das ist ein bisschen schwierig, ist jetzt zu erraten, wo dieser Schatz sich befinden soll. Aber ich nicht weiß, ob das in unmittelbarer Nähe sein soll. Wir legen erstmal an Land an. Und dann, ich habe ja gesagt, ich wollte mich nicht so viel mit Nebenquests aufhalten. Ich betone es immer wieder. Wieso vibriert das gerade? Vielleicht gibt es ja auch unter Wasser irgendwas. Tauchen? Oh, Sirenen, toll. So ein Unterwasserzugang oder so wäre auch mal wieder nett. Ich habe das Gefühl, der schwimmt unter Wasser sehr langsam. Dann kann ich ja schneller schwimmen. Geralt ist keine Wasserratte. Auftauchen bitte? Ich halte B zum Auftauchen. Danke. Okay. Ist mein Boot kaputt? Ich habe da vorne so ein komisches Zeichen, so was Orangenes. Naja, wir lassen das jetzt stehen und nehmen wir die Schnellreise, wenn wir wieder zurück müssen. Den Seeweg mache ich jetzt nicht nochmal, wenn wir hier fertig sind. Einmal anlegen. Wunderbar. We serve her who is virgin, mother and crone. Eine Schildmaid. Bisschen Landschaft gucken. Und einmal Anschlagbrett mitnehmen. Zahnheilung. Der Feind schläft nicht. Bangas Hinrichtung. Banga, auch bekannt als der Frevle, wurde für seine Beleidigung der großen Mutter Göttin Freya hingerichtet. Oh, oh. Bitte der Druiden. Der Druidenkreis bittet die tapferen Krieger von Clan Prokvar, den Fang von Thunfisch wenigstens bis zum Ende der Laichzeit auszusetzen. Das ist sinnvoll. Warnung an die Männer. Hört gut zu. Hiermit warne ich alle Männer im Dorf. Wenn auch nur einer von euch mir nochmal hinterherpfeift oder mir etwas über mein Aussehen hinterherruft, werde ich ihm eine verpassen, dass er bis nächsten Winter nicht mehr pfeifen kann. Viola. Und ein Auftrag. Nils verschwinden. Nils aus unserem Dorf ist verschwunden. Er ist nun schon viele Tage lang fort und keiner weiß, wo er steckt.
Meine Schwester Britt ist mit ihm verlobt und außer sich vor Sorge. Oh. Okay. Auftrag, hier kommt der Bräutigam. Nein, Kaufmann, kann ich bei dir was loswerden? Und ich laufe wieder vorbei. Ja, danke, Gamepad. Ich schaff's nicht, stehen zu bleiben. Bleib stehen, bitte. Damn the dogs, you don't look like one to haggle. Show me what you got and we'll see. Dead fish. Ah, lecker. Habe ich da noch was nicht gelesen, sehe ich gerade. Machen wir gleich. Ja, der rentiert sich nicht, der Typ. Der will mir irgendwelche Karten andrehen. Nee, ich bin eher der Kartentyp. Ach so, ja. Quint. So long. Inventar. Kann auch. Ach so, das war der Aushang von. Okay. Ach so, so. Wir haben hier sogar ein. Wenn ich die Schere sehe, will ich immer Schneider sagen. Ein Barbier. Ach, wir sehen doch noch gut aus. Der Bart passt jetzt hier. So, dann müssen wir jetzt mal den Typen finden. Die unterhalten sich über sie. Hey, I'm not one to pull folk by their tongue. If they don't want to talk, they shouldn't. Ah, York, you're useless. Der York hat mit der Saris geredet, auf jeden Fall. Sie war ja hier. Hallo Kuh. Über den Zaun hinweg Gras frisst. Okay. Taverne haben wir auch. Ich glaube, ich muss da oben hin. Oder nee, irgendwie drumrum. Ah, ich kann da rein. Welcome to the home of Jarl Udelric. Of the Honorable Clan Brockfar. Greetings. Wanted to see the Jarl. Enter. Jarl's still speaking to his seer, but they should finish soon. One thing. Watch where you step. How come? Jarl's not too fond of light. Makes it easy to trip. Not at all. okay. Jarl must have dreamt another vision. Go on. Drink last night too. We'll be done in a moment. And then, a giant sea snake swam up and bit my arm off. The gods have spoken. A sacrifice is needed. To my mind, it's about you defeating a snake, Jarl. No. They demand a sacrifice. I'm sure of it. It's time. We must wait for a clearer sign. At least till your next dreaming. I don't need no more signs. Looking for Ceres. Heard she stayed here. Arnkreit's daughter. Aye, she was here. Where is she now? What? Ceres. Where's Ceres? Dunno. Dunno. Enough of the questions. Der ist komisch. Was ist mit ihm passiert? I say something wrong. You must forgive the Jarl. Hasn't been feeling well of late. Is he sick? He didn't seem quite right during Croch's feast, but... Forgive me. I must go to him. Where's Ceres? I've got to find her. I don't know. Ask around. Great. Das hat uns jetzt weitergeholfen.
like it were yesterday. Off gone fell overboard and near drowned. Ulrich dove in the waves and said... Ich sehe sogar, was reden die da hinten? Die quatschen noch weiter. Sie wollen, dass du deinen Fehlern und Schwächen ins Auge siehst. Das weiß ich nicht, ich weiß gar nichts mehr. Ruh dich aus, Jarl. Denk an nicht mehr an deine Träume. Also er träumt irgendwas und hält das für Zeichen, irgendwas irgendwen zu opfern. Das spielt doch bestimmt noch irgendeine Rolle. Ja gut, das heißt, wir fragen jetzt einfach ein bisschen im Dorf die Leute. Ich würde mal sagen, Taverne? Wen haben wir denn hier so? Als erstes mal den Wirt fragen. Yarls made you king when I was pissing. I don't rule the Isles, but I do rule this tavern. To me. Calm down. I'll toss you out mugged first. Haben wir gar nichts gemacht? Toll. Ein Nordling? Okay, wir müssen mit irgendwem reden, der einen Namen hat. So ist es ja meistens. Skelliger. Okay, vielleicht werden wir ausnahmsweise mal nicht fündig in der Taverne. Ist das nicht sonst ein Ort für Klatsch und Tratsch? Eine Wache, du siehst doch alles. Nein, natürlich nicht. Idiot. Kind. Skelligerin. Kendall watches over Clan Tweerseth. The blood of kings. Waffenschmied. Waffenschmied? Hey. Keiner will mit mir reden. Du willst mit mir reden. Mit dir kann ich handeln. Ich habe große Lust auf Quint. Oh, nö. Ich weiß, ich habe schon lange nicht mehr gemacht, aber. Wouldn't mind a look at your wares. Große Lust wäre jetzt auch übertrieben. Wir können endlich mal Sachen verkaufen. Nicht die Katzensachen. Ja, doch, ich verkaufe das. Das Schwert, da wollte ich da die irgendwie die Sachen rausnehmen oder sowas. Weiß es gar nicht mehr. Aha. Nicht schlecht. Ich glaube, ich bräuchte noch ein bisschen Reparaturdinger für, eigentlich für Rüstung. Ah, natürlich hat er neue Waffen. So ein besseres ist vielleicht auch mal gut. Und natürlich lasse ich gleich alles reparieren. Moment. Reparieren. Alles. Verbesserung entfernen, das wollte ich bei dem Schwert machen, was ich gerade nicht mehr ausgerüstet habe. So. Handwerk. Ich weiß nicht. Irgendwelche tollen Bolzen. Ich habe keine Ahnung, welche ich momentan habe. Tja. Stelle ich die irgendwie so immer einen einzeln her? Oder ist es ein Packen? Ja, keine Ahnung. Ich werde gleich im Inventar mal gucken.
Eisenbachen, gehärtetes Holz, Leder, bla blub. Glanz und Gewinnell. Dorisches Schwert. Nö, ich glaube nicht, dass der irgendwas hat, was ich jetzt unbedingt herstellen muss. Will. Okay. Farewell. Damit sind wir jetzt mal Siri. Ich sag schon Siri. Ceres angeht, nicht wirklich weitergekommen. Kann ich da mal kurz drüber? Jetzt sind die Gänse gesprächiger. Ich muss irgendwen finden. Schäfer. Oh, zwar, das sind alles halt Leute, die keinen Namen haben. Die haben ja oft auch nicht irgendwie einen Dialog. Oh, ist voll schwierig gerade. Ich habe sonst immer Glück gehabt, dass ich zufällig irgendwen angequatscht habe. Aber wir werden es noch rausfinden, wer hier Informationen hat. Und ich wollte ganz kurz mal im Inventar gucken mit den Bolzen. 20 Stück mache ich am Stück. Gut, die tausche ich auch gerade aus. Könnte eigentlich die anderen Bolzen dann nochmal verkaufen, die ich da noch drin habe. Wenn ich dran denke, machen wir das auch noch. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.